Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein Video über Zizi und zwar über seinen Stall. Da kommt er gerade angerannt. Hallo. Und genau. Und zwar gibt es heute mal wieder eine Stalltour, da sich sein Stall ein bisschen verändert hat. Und da ist gerade voll eine Nacktschnecke. Bruh. Läuft. Genau, denn wie ihr ja wisst, ist das hier gerade, beziehungsweise war schon immer Zizis Stall. Und genau, heute gibt es mal eine Stalltour. Und genau, ich wollte aber noch sagen, Zizi bekommt bald einen neuen Stall. Aber trotzdem gibt es jetzt mal eine Stalltour von dem Stall, weil es hat sich ein bisschen was verändert, was schon seit einem halben Jahr so ist. Und ich habe es noch nie gezeigt, aber ja. Genau, Zizi bekommt nämlich ab Oktober einen neuen Stall. Dort fangen wir dann an, also ich und mein Vater fangen dann an, den Stall zu bauen. Wenn er fertig ist, gibt es in dem Stall auch noch eine neue Stalltour. Aber genau, jetzt geht es erstmal noch um den Stall und genau. Genau, so sieht Zizis Stall von außen aus. Und nur so zur Info, er hat 6 Quadratmeter. Also ist der Stall definitiv nicht zu klein. Denn ein Kaninchen braucht ja mindestens 2 Quadratmeter Platz. Und der Stall hat halt 6 Quadratmeter. Also würde er für 3 Kaninchen reichen? Ja, fress mich an. Also ja, der Stall ist nicht zu klein. Und ich weiß, man hält Kaninchen nicht alleine. Aber er lebt jetzt schon eine lange Zeit alleine. Er hatte zuvor noch 2 andere Mitbewohner, aber die sind beide leider verstorben. Und genau, deswegen lebt er jetzt alleine. Aber da er auch schon alt ist, wollten wir jetzt nicht noch ein Kaninchen dazu kaufen, weil das würde keinen Sinn machen, weil wenn eins dann verstirbt, haben wir wieder nur eins alleine. Und genau, deshalb lebt er alleine. Aber er ist trotzdem ein sehr glückliches Kaninchen. So, und jetzt fangen wir mit der Stalltour an. Als erstes mal hier oben auf dem Dach ist so ein Gitter, dass meine Katzen da nicht mehr hochgehen. Und ja, da stehen 2 Gläser mit Leckerlis drin, falls ihr euch fragt, wie ich die rausbekomme. Hier an der Seite. Hier ist einmal ein Glas mit Erbsenflocken drin, was fast leer ist, aber kann ich ja auffüllen. Und dann ist da noch ein Glas mit rote Beetewürfeln, die er echt liebt. Jupp, die 2 Gläser stehen da halt, damit ich dann Leckerlis in seinen Snackball machen kann. Wenn man die Tür öffnet, sieht sein Stall so aus. Ihr seht wahrscheinlich schon, dass sich ein bisschen was verändert hat. Aber das ist auch schon lange her, aber ja. Ja, jetzt will sie den Stall, gell? Jetzt war es lang genug draußen. Jupp, als erstes hier an der Seite sind immer 2 Fressnäpfe. Wie sieht es wieder raus? Dann geh raus. Sind 2 Fressnäpfe, einer mit, einer mit Frischfutter. Also da ist Giersch drin. Genau, ja, geh wieder weg. Und tschüss. Das ist halt ein ganz normaler Fressnapf mit so Giersch drin. Sieht aus wie Brennnessel, ist aber nicht. Also ja, ich mache immer in einen Napf Frischfutter und in den anderen kommen Kräuter oder Trockenfutter. Hier ist jetzt Kräuter mit ein paar Leckerlis. Genau, das ist so sein Essen für den Tag. Und nein, das ist nicht zu wenig, das reicht für ihn. Dann, wenn wir uns auf die andere Seite drehen, ist hier einmal ein Trinknapf. Und sein Klo, was keinen Sinn mehr hat, da er dort gar nicht mehr reinmacht. Aber naja, egal, da buddelt er gern drin. Und genau, hier ist dann eine Heuraufe prall gefüllt mit Heu. Ich habe endlich ein Heu gefunden, was er abgöttisch liebt. Also dieses Heu liebt er. Genau, hier ist dann noch so eine Erdbeere zum Zähneschärfen, die er auch irgendwie nie benutzt. Genau, hier liegt dann immer sein Snackball mit so Leckerlis drin. Ja, sieht man jetzt nicht, aber ist halt ein Snackball. Und ja, dann liegt hier noch so eine Möhre, irgendeine Socke, noch ein Spielzeug und ein bisschen Brot. Genau, dann hier geht eine Treppe hoch, die ist auch neu. Also die habt ihr noch nicht gesehen. Die haben wir gebaut, da vorher ja hier immer ein Heuballen stand, dass er hier auf den Stall hochspringen kann. Aber er kommt selbst mit Heuballen nicht mehr hoch. Hallo? Daher er halt einfach schon alt ist und er packt es nicht mehr. Deswegen haben wir so eine Treppe gebaut, dass er trotzdem noch da hoch kann, weil er sitzt er super gern. Und genau, das ist halt eine ganz normale Treppe. Dann geht es hier hoch auf den Stall, da schläft er immer. Und genau, jupp, das ist halt so ein Stall, der war mal 2-etagig, aber die 1 Etage ist kaputt gegangen, deswegen haben wir die rausgemacht. Genau, hier unten drin ist dann halt einfach ein Streu und er ist irgendwie nie in dem Stall drin, weil... Ja, keine Ahnung, ist halt klein, aber der steht halt eigentlich nur da, weil er hier oben immer gern drauf ist. Da ist dann noch so ein Knochen, was weiß ich, Stoffteil und ein Heuball. Genau, auf dieser Seite geht es dann weiter, dass hier so ein Brett ist. Das haben wir mit einem
Dachziegel noch stabilisiert, sonst fällt es immer runter. Da liegt einfach so ein Knabberholz drauf und das ist halt ein Brett, da ist er auch gern drauf. Und das wird gehoben von diesem Haus. Genau, unter diesem Brett versteckt er sich total gern. Da ist einmal so ein Kuscheltier. Genau, dann steht hier dieses Haus. Ich weiß, es hat nur einen Eingang und es ist eigentlich nicht gut. Aber da er ja eh alleine ist, kann ihn ja wohl schlecht noch irgendjemanden angreifen. Deswegen geht er da trotzdem super gerne rein. Und ja, das dient eigentlich auch nur zur Stabilität von diesem Brett. Das ist halt, ja, wow. Da hinten geht es dann noch durch. Und dann kommt man hier auf dieser Seite wieder raus. Genau, hier auf dem Boden ist dann ganz viel Heu und Stroh. Und ja, da liegen auch wieder zwei Knabberhölzchen, eine Heusockel, die schon fast leer ist, noch ein Kuscheltier, noch ein Knabberholz und noch so ein Brett. Da hockt er total gerne drauf. Und ich habe hier überall übrigens Heu drüber gestreut, sage ich mal, dass er ein bisschen was zu knabbern zum Suchen hat. Genau, hier hinten ums Eck ist dann noch ein Kuscheltier. Und hier ist dann eine Buddelgrube, die der absolute Fail ist. Und zwar haben wir am Anfang dort einfach Erde reingemacht, dass er dort buddeln kann. Und dort war dieses Brett noch nicht da. Und dann hat er die ganze Erde durch den kompletten Stall gezogen. Hupsi. Dann habe ich den Stall irgendwann mal komplett ausgemistet. Und dann haben wir dieses Brett dahin gemacht, dass es nicht mal rüberschiebt. Das funktioniert auch. Aber dadurch, dass er hier überall rumspringt und so, fliegt hier natürlich überall Erde rum. Also hier super viel Erde. Hier drauf ist ganz viel Staub von der Erde. Und ich muss den Stall jeden Tag durchkehren, da hier überall Erde ist. Da er die immer beim Toben halt mitschleppt. Aber naja, auf jeden Fall ist hier halt Erde. Aber ehrlich gesagt buddelt er hier gar nicht mehr, sondern, wie man sehen kann, verwendet er es als Toilette. Also das ist quasi sein Klo. Eigentlich ist es nicht dafür gedacht, aber naja, ist ja seine Sache. Wow, muss die Kirche jetzt genau läuten. Ja, er bekommt ja eh bald einen neuen Stall und dann ist es ja jetzt egal, dass er hier total viel Chaos macht von dem her. Genau, das ist eigentlich auch so sein kompletter Stall. Und genau, kommen wir jetzt zum Auslauf. Ein Kaninchen braucht ja auch viel Auslauf. Und eigentlich auch ein Freigehege, aber ja, brauchen wir nicht, wir sind geil. Ja, früher hatte er hier ein Freigehege immer stehen, aber das hat er irgendwie gar nicht gemocht. Von dem her lasse ich ihn immer frei im Garten rumrennen, aber allerdings nicht da hinten im Teil, weil da kann man, hier kann man abhauen, da hinten im Eck kann man abhauen, da kann man überall zu den Nachbarn abhauen. Deswegen darf er nur in diesem Teil hier. Und der ganze Hof, also der Auslauf ist definitiv riesig. Ja, keine Ahnung, wo er gerade rumrennt, aber ja, auf jeden Fall kann er hier halt überall rumrennen. Und hier kann er auch nirgends abhauen, nur sich sehr gut verstecken. Aber ich kenne seine Verstecke alle schon, von dem her finde ich ihn immer. Und ja, er haut auch nicht nach da hinten ab, also er weiß genau, wohin er darf und wohin nicht. Und generell, wenn er draußen ist, bin ich auch immer dabei, falls er doch mal abhauen sollte. Meistens hocke ich dann da auf den Liegen oder so und wenn ich ihn da vorbeirennen sehe, rufe ich ihn. Da war er gerade. Ja, egal. Dann rufe ich ihn und dann kommt er auch schon wieder zurück und weiß, dass er da nicht hin soll. Und genau, ich sehe ihn gerade. Er ist nämlich da. Irgendwo da, ja. Genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen draußen, weil er liebt es, draußen rumzurennen. Und genau, immer wenn er draußen ist, lasse ich die Tür so ein bisschen angelehnt, dass er halt auch rein kann. Und genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Stalltour-Video. Genau, demnächst gibt es auch nochmal ein Video von seinem Zubehör, sage ich mal. Also Leckerlis und Spielzeuge, die halt nicht hier am Stall sind, sondern da vorne im Hof. Da sind nämlich seine ganzen Leckerlis, Futter, Näpfe, was weiß ich, alles. Und genau, das werde ich euch demnächst auch mal zeigen. Und genau, da ist er, der Stinker. Nicht die Tomaten alle klauen. Ja, da hinten im Eck ist er so gern. Buddelt hier immer alles um. Das hat er umgeworfen. Ups. Und dort kommt übrigens sein neuer Stall hin. Also da hockt er gerade. Und hier kommt sein neuer Stall hin. Und ja, aber
Den werde ich euch erst zeigen, wenn er fertig ist. Das dauert noch ein bisschen, aber egal. Genau, das war's jetzt mit dem Video. Tschüss!